4 individual pieces, all equal. Like from the spirit of the plug, was? Okay. Ach, ich kann zwischen den Blöcken klicken. Also zwischen den Zahlen kann ich klicken. Nee, ich kann auch auf die Zahlen klicken. Ach nee! Ich kann auf die. Die Einsen. Nee, kann ich auch nicht. Ich glaube, das ist ja. Ah nee, ich kann diese Zahlen kann ich trennen. Ah. Da kann ich auch immer alle einzeln trennen. Ich muss wahrscheinlich 4 Zahlen draus machen, die alle gleich groß sind. Ab morgen Freiholz. Falls du Zeit hast, würde ich mich opfern wegen TCG, Decküberarbeiten. Ah, es ist echt ärgerlich. Weil morgen habe ich ja wieder Pen and Paper mit dem Wolf. Ja. Aber. Ich hau dich mal in meiner Mittagspause an. Also, wenn wir mal eine halbe Stunde der Mittagspause oder eine Stunde der Mittagspause, können wir da mal gerne drüber überlegen. Es dürfte kein Problem sein, dass ich da mal eine Stunde in der Mittagspause das mache. Das ist aber die Frage. Boah. Wolf? Ja? Nur mal einen Gefallen. Welchen? Rechne mal von 1 bis 12 alle Zahlen zusammen. Wie erst die Zahl rauskommt. Von 1 bis 12? Ja. Also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ja, schon klar. 12 Fakultät. Kann ich das hier nicht einfach? Da sieht man hier. Da sieht man das Mathe-Genie. Fängt gleich mit den Begriffen hier, um die Gegend zu werfen. Ah nee, Fakultät war mal. Ja, da merkt man. Und da merkt man, dass ich ihn umsonst gelobt habe. Also. Ja, dass ich gerade nicht auch ganz auf der Höhe bin. Ah, Herrgott, wie soll ich dir denn Rätsel lösen, wenn du nicht auf der Höhe bist? Ja, das ist. Also, Leibus, es hängt alles an dir. Mit dem Wolf geht das nicht. 78. 78. Und jetzt geteilt durch 4? 19,5. Was? Das kann nicht sein. Hat die nicht gesagt 4 Dinge? Glaube ja. Ah, ich muss nochmal. Oh, nee, jetzt kann ich mir das nicht nochmal anhören. Ah, doch, ich kann es mir anhören, indem ich nochmal rausgehe. Ja, 4 individual pieces, all equal. Tja. Sicher, dass du dich nicht vertan hast? Ich habe gerade schon nochmal nachgeguckt. Es sind alle Zahlen in meinem Rechner eingetippt. Aber das macht keinen Sinn, dass dann 19,5 rauskommt. Ich kann doch nicht 19,5 machen. Wie soll ich denn 19,5 machen? Vielleicht musst du 2 Sachen wegmachen? Ich mache jetzt einfach, ich klicke einfach mal so hin. Was passiert denn, wenn ich hier hin draufklicke? Jetzt klicke ich einfach mal dahin. Einfach mal so. I'll get it this time. Okay. 4 individual pieces, all equal. Du hast 3 Stellen, von denen es anfangen kann, oder? Nö, ich kann von überall anfangen. Ist jeder der Punkte ein Punkt, von dem der Riss starten kann? Nö. Ich kann zwischen jedes römische Zeichen und zwischen den römischen. Okay, das heißt, die 3 Punkte in der Mitte kannst du nicht... Die sind absolut egal. Also ich kann hier zwischen reinklicken und könnte auch hier gleich zwischen reinklicken wieder. Also, ich kann sie nicht wieder wegmachen. Okay, dann muss ich eh neu starten. This is more difficult than it looks. 4 individual pieces, all equal.
Ja, da die 6 wären 13. Ja, aber ich darf hier nur vor Individual Pieces machen. Ja, das Problem ist, kannst du ja sowieso, das funktioniert ja sowieso nicht, weil wenn du die Teile trennst, dann hast du ja die hohen Zahlen alle auf einer Seite, in einer Ecke. Ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert. Ja doch, wir könnten ja... Also machen wir mal so. Ich hätte jetzt hier 12. Nein, ja, nee, geht ja nicht. 12 gereicht wie nicht. Würde, sagen wir mal, es wäre 19. Wie würdest du alle Teile in 19 teilen? Ja, gar nicht. Wenn wir mal die Komma 2 ja, gar nicht. Rauslassen. Stimmt, gar nicht. Richtig. Das heißt, das ist schon mal falsch. Four individual pieces. Moment mal. Was Moment ist denn? Das ist schlecht im griechischen Alphabet. Wieso denn? Ob das beabsichtigt ist? Weil du I und dann 4 I's hast. 4 I's sollten aber eigentlich IV sein. Ah, oh, stimmt. Die Frage ist, ist das beabsichtigt oder nicht? Gute Frage. Stimmt, das ist falsch. Ist falsch auf der Uhr angezeigt. Und es ist ausgerechnet die 4. Vielleicht geht es um die Zeichenanzahl. Wie viel haben wir denn? Nehmen wir mal das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jetzt weiß ich nicht, wo ich angefangen habe. 29. Bei der 1. 30, 31. Also da wären 31 Zeichen, durch 4 geht auch nicht. Bin ich jetzt falsch? Nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ne, 28 habe ich. 28 durch 4? Geht auch 7. Nicht. Doch, 7. Ja, dann versuchen wir doch mal mit 7 Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich mache mal hier einen Cut rein. Und 7 wäre... Hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wäre also hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre also. Halt, ich glaube, du hast dich verzählt. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, stimmt, hier. Da zwischen rein will ich. Na, das war falsch. Wollt dazwischen rein. Jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wie ich hier zwischen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wie ich hier zwischen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gehen wir hier zwischen rein. I'm smarter than this. Okay, will er nicht. Four individual pieces, all equal. Könnten das vielleicht die Striche sein? Dass hier der Strich dann gezählt wird? Ja, das kann sein. Zählt dann V als 1 oder als 2? Ja, es wären dann 2 Striche. Und X wären auch 2 Striche. 1, 2, 3, 4. Das erste wären ja trotzdem 10. Dann 12. Warte nochmal, das erste wären trotzdem 10. Was sind das erste, sind trotzdem 10? 1. Plus 2 sind 3. Ja, das sind, genau, sind 10. Plus 4 sind 10. Ja, 10. Plus 2 sind 12. Ja, plus 3 sind 15. 15. 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 durch 4? 9. 9. Also versuchen wir es mal mit 9. Also, sagen wir hier wieder den Strich.
9. So, nochmal hier schon mal 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier zwischen rein. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Also hier zwischen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh fuck. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also hier zwischen rein. Keep trying. Nee. Someday you'll make your parents proud. Will er auch nicht. 4 individual pieces, all equal. 4 individual pieces, all equal. Sind 4. Nehmen wir mal statt 9, nimm mal 8. Bitte. 8. Wie 8? 8. Wie 8? Mal testweise. Okay. Wenn wir die Faust tatsächlich, weil die zusammenlaufen, als einen Strich zählen. Okay. Also. Nummer 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Also hier. Entschuldigung. Hier dann natürlich den ersten. 2, 6, 7, 8. Also hier zwischen rein. Dann haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann wären wir hier. 6, 7, 8. Ja, also machen wir hier. Keep trying. Nee. Eventually you'll do something intelligent. Will auch nicht. 4 individual pieces, all equal. 4 individual pieces, all equal. Mach ich es mal ganz doof. Trenn jetzt einfach mal Kerzengrad. So wie die Mitte der Uhr wäre. Okay. Ah, das kann ich bei der 1 aber nicht. Bei der 3 hier nicht. Hier geht's. Bei da drüben geht's nicht. Hier kann ich's nicht machen, weil ich müsste direkt auf dem sein. Jaco, grüß dich. I thought you'd actually solve it that time. Was muss man denn bei dem Rätsel machen? Da unten steht's. 4 individual pieces all equal. Und ich versteh's grad nicht. Warum sind 3 Punkte in der Mitte und nicht nur einer? Das frage ich mich auch. Das hat mit den Zeigern zu tun, die davor mal da waren. Das hat wirklich. Aber 3? Ja, da waren 3 Zeiger. Nee, es waren nur das hier. Das hier war der Zeigerpunkt. Und das sind die Sachen zum Aufziehen. Für die Uhr. Das ist bei jeder. Da hast du so, da kannst du mit dem Schlüssel aufziehen, damit der Pendel weiter schwingt, mit den Gewichten hochgehen und so. Also das ist Mechanikszeug. Also die haben da nichts zu tun, weil ich kann die nicht anklicken. Ich kann sie echt nicht anklicken. Ja, aber vielleicht müsstest du die mit reinmachen. Ja, wie denn? Aber dann wär's nicht mehr durch 4 teilbar, ist ja auch Quatsch. Ja. Ach komm, wir holen uns einen Hint. Ein Hint ist in Ordnung. Der erste Hint ist eh mal scheiße. Der beschreibt uns wahrscheinlich eh nur, wie es funktioniert. The face of the clock must be split into 4 equal pieces. Ja, in 4 gleichwertige Teile. Warte mal. Vielleicht muss ich immer halbe Bälle dabei haben. Nee, so kriege ich das auch nicht hin. Krieg keine halben Bälle. Ich hab jetzt gehofft, ich krieg halbe Bälle hin. Don't worry, you'll get it. Next time. 4 individual pieces, all equal. 4 individual pieces, all equal. Vielleicht hat das aber was mit den kleinen Linien dazu zu tun. Vielleicht. Dass die ausschlaggebende Anzahl sind. Aber wie viel sind denn das? Sehe ich mich ja dumm dämlich. 1, 2, 3, 4. 6. 1, 2, 4. 30. 30. 60. Hast du 60 gezählt? Bist du durch?
Nein, ich bin natürlich nicht durch. Aber du gehst davon aus. Ich habe die Abstände gemacht und das Ganze mal 12 genommen. Das sind einfach die Minuten. Okay. 60 durch 4 wären halt wieder die Viertelstunden. Das ist Quatsch. Das wäre 15. Ja, aber gut. Vielleicht muss ich die 15 machen, kann aber hier keinen Strich setzen, weil ich ja hier nicht drauf komme. Muss vielleicht woanders denn den Strich setzen, damit ich dann auf diesen Schnitt komme. Ja gut, dann musst du halt gucken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hingehe, wo komme ich raus? Da komme ich nicht ganz dran. Let's try again, shall we? Vielleicht muss es wirklich von der Abstand, von der Größe her sein. Also von der Größe des Loches. Ich kann es dir nicht sagen. Mit der einmal? So, dann bin ich hier genau in der Mitte von etwas. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wer? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gehen wir mal hier hin. Dann wieder. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, das ist aber hier zu weit bei dem. Das wäre hier. Bad move. Okay, bad move. All equal. All equal. Ja. Ich hab gesagt, 18 wäre es normalerweise. Wie 18? 15? 15. Nee. Wegen den ganzen Seiten, wenn ich die römischen Zahlen nehme. Nee. Was waren das? Wie viel? 19,5. Ah, 19,5. Ja, das bringt mir ja nichts. Muss man noch einen Tipp holen. Ich komme nicht drauf. Hahaha, das geht nicht. Each piece must be identical. Ja gut. Ja, okay. Im Endeffekt ist es ja nicht. Ist es ja nicht so. Weil ich kann ja auch aus dem... Anstatt der 9, könnte ich das ja auch als 10 schneiden. Ja. Hätte ich 79 anstatt 78. Aber das ist die einzigste, wo ich eins mehr machen kann. Oh, wie viel weniger bräuchte ich denn, um auf 19 zu kommen? Nee, 19,5 hattest du gesagt. Wie viel weniger bräuchte ich, um auf 19 zu kommen? Zwei weniger. Wenn ich das aber so rechne und hier im Endeffekt hier den Schnitt mache. Ja, aber dann habe ich ja hier dann nicht. Ja, nee, es funktioniert auch nicht.
könnte den ja runterdrehen auf 4 zum Beispiel, indem ich da so einen mitnehme. Oder 3 oder 2 oder 1. Könnte natürlich sein, dass ich den mit so einem V und Sachen davor, dass ich den kleiner machen kann. Den halt zum Beispiel hier auch auf eine 4 rechnen könnte. Und ich den darüber nehme. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dann 4, 5, 6.